Ja, hallo liebe Meerwasserfreunde. Ja, eine Woche später, heute kommen wir zur AK Riffkeramik. Letzte Woche habt ihr ja den On-Tour-Bericht gesehen zur Firma AK. Da haben wir ja auch halt eben nochmal entschieden, dass wir halt sagen, okay, wir machen für die Riffkeramik nochmal eine Extrasendung, weil ich fand es eigentlich ganz interessant. Wir haben uns viel unterhalten, weil also viele, die mich kennen, wissen eigentlich ganz genau, Riffkeramik ist immer so eine Sache. Also ich habe da eigentlich, die Firma Aker hat mir das auch so ins Gesicht eigentlich gesagt, dass ich da ja scheinbar eine Ablehnung gegen habe. Ja, ich bin da immer sehr skeptisch. Aus vergangenen Jahren habe ich halt immer mit Riffkeramik, also wenn Leute an mich herantraten, die irgendein Problem haben, hat sich später herausgestellt, die haben eine Riffkeramik drin gehabt im Becken. Hatten mega Probleme. Man hat gesagt, Mensch, schmeiß die Riffkeramik raus. Und danach liefen die Becken. Also war für mich über Jahre jetzt auch einfach im Kopf, da muss ja irgendwas sein. Ja? So, und ich habe mich jetzt also ausgiebig mit der Firma AK unterhalten. Und wir haben auch mal eine Riffkeramik selber gebaut. Wir haben die auch mal kaputtgeschlagen, um einfach mal zu zeigen, wie porig das Ganze auch ist. Hätte ich auch nie gedacht, weil ich kenne eigentlich nur andere Riffkeramiken. Ich habe auch schon mal durchgebrochene gesehen und wie die von innen aussahen. Tja, da werde ich euch einfach mal ein paar Fotos zu zeigen. Am Ende des Videos mache ich das aber erst. Ich würde sagen, ich zeige euch einfach jetzt erstmal das Video. Wir bauen hier einfach mal eine Riffkeramik. Ich hatte mich zuerst entschieden, dass ich sie selber baue, aber ich habe dann schon relativ schnell merken müssen, da muss man schon ein guter Künstler für sein und viel Zeit für haben. Und wir wollten euch jetzt nicht hier ein stundenlanges Video machen, wie ihr dazu guckt, wie ich da Riffkeramik zusammenbastel. Von daher haben wir einfach jetzt hier den Mann auch genommen, der die auch für die Firma AK sowieso baut und dort zusammen modelliert. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, Freunde, so wie versprochen, sind wir jetzt mal hier in der Riffsäulenschmiede, sagen wir mal, im Keramikbau der Firma AK. Hier wird es tatsächlich alles selber gemacht und ich würde sagen, das zeigen wir euch jetzt mal. Ich habe das Material schon mal ausprobiert, allerdings muss ich ganz ehrlich zugeben, da muss man schon ein bisschen mehr drauf haben als ich, sage ich jetzt einfach mal, um das ganze Material bearbeiten zu können. Ich habe mir das ein bisschen einfacher vorgestellt, aber das ist echt richtig Arbeit. Und ja, wir machen jetzt einfach mal eine Säule, so nach meinen Vorstellungen. Aber jawohl, du wirst uns da mit Sicherheit behilflich sein. Und so ich lang mir hin, dass das was wird, jawohl. Ja, so, da kann ja nichts mehr schief gehen. Und komm, was sagen wir? Wir bauen jetzt eine schicke Säule. Und dann verspielen wir die bei euch in der Community. Mhm. Ja, also, dann guckt mal zu, ich hole euch mal ein bisschen näher ran und dann zeigen wir euch das mal, wie so eine Säule im Prinzip gestaltet wird. Ja, gut, Freunde, dann legen wir mal los. Also wir haben uns ja mal überlegt, oder was ich so sagen würde, wenn wir unten drunter so eine Höhle hinbekämen. Jawohl, das machen wir. Wir machen jetzt, schauen wir mal, dass wir eine Höhle hinbekommen, wo einfach ein Stück Säule, sag ich jetzt einmal, oben rausragt. Ja. Mhm. Und dann haben wir da schon mal ein extravagantes Teil. Wichtig ist immer, dass wir das schön verdichten, dass das wirklich alles dementsprechend dann beim Brand auch zusammenhält und nicht einfach wieder in die Einzelteile zerfällt. Ja. Mhm. Ja, und so moduliert ihr dann quasi tatsächlich jede einzelne Säule? Jede einzelne Säule, handgemacht und wirklich Stück für Stück. Deswegen ist von der Keramik auch wirklich das immer so, dass wir zwar schon unsere Produkte haben, ja, unsere feste Linie, unsere Säulen, unsere Äste, ja, aber jedes Teil schaut wirklich immer etwas anders aus, weil wirklich alles handgemacht ist. Ne? Ja, und da muss man auch ein bisschen kreativ sein, glaube ich. Also ich meine, so Becken einrichten, das kriege ich ja immer alles hin. Das finde ich ja immer alles spannend, aber das hier muss ich schon zugeben. Ich habe mit dem Material mal ein bisschen ausprobiert und habe den Hals ein bisschen zu voll genommen und gesagt, jo, ich mache das mal. Aber ich muss schon sagen, das ist gar nicht mal so einfach. So, schauen wir mal, Marc, wie hast du das ungefähr vorgestellt? Hier würde ich jetzt die Säule bisschen nach oben ziehen. Mhm.
Von der Seite in der Kamera sieht man es dann vielleicht besser, haben wir schon ein bisschen so einen Höhlenansatz. Ja, du musst ja auch immer aus einem Stück dann alles machen, ne? Das ist immer aus einem Stück, also ein Teil. Man, wir haben unseren Reefscaper, wo man dann perfekt eigentlich die Keramik zusammenkleben kann, wenn sie fertig gebrannt ist. Ja. Mhm. Aber wenn man so einen Teil baut oder so ein kombiniertes Teil, dann muss immer alles aus einem Stück sein, weil ja, wenn die Keramik mal ofentrocken ist, sage ich jetzt einfach mal, oder fertig zum Brand ist, dann haben wir da ein Problem, dass wir dann noch irgendwas verändern, weil das hält dann nicht mehr. Also ähnlich wie beim Streichen, immer nass in nass. Ja, das ist auch eine nette Aufgabe, ne? Ja, da hängt man schon ein bisschen dran. Ne? Ich denke, das sieht man dann auch mal. Kannst du später theoretisch auch mal einen professionellen Riffbau tun, ne? Ja. Ja, nicht, dass du jetzt nach dem Video hier noch schwer abgeworben wirst, aber. Ja, da muss schon einiges kommen, bis wir da aufhören. Vielleicht hier noch ein bisschen so eine kleine Brücke hin. Ja, das sieht gut aus. Ja, wir werden euch auch gleich im Anschluss, werde ich mit dem Christian auch noch mal ein bisschen was zur Keramik erzählen. Weil die ist so dermaßen porös, das hätte ich selber gar nicht geglaubt, weil ich Keramik eigentlich... Ja, eigentlich immer nur kenne, schwer, massiv und halt mega stabil. Aber werden wir euch nachher noch mal zeigen. Ja, ich glaube, so viel Geld hat die Firma Acker noch, ne? Dass ich mal so eine Säule mal ramponiere. Selbstverständlich. Ach, super. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, und dann werden wir euch das mal zeigen, wie porös eigentlich das Material nachher letztendlich auch noch ist. Weil ich eigentlich so wirklich nicht gedacht hätte. Wie kriegst du das Ding eigentlich gleich wieder runter? Oder kommt das ja so? Das bleibt auf der Platte. Das bleibt auf der Platte? Das bleibt auf der Platte, bis es komplett vollständig lufttrocken ist. Ach so, dann wird noch Luft getrocknet? Genau. Okay. Und wenn das schon mal luftgetrocknet ist, dann ist das an sich schon mal so weit stabil, dass man es vertragen kann ohne der Platte und in den Ofen eigentlich einschlichten kann, dementsprechend einräumen kann, dass man den dann brennen. Ja, das sieht hier schon mal richtig gut aus. Und das wird jetzt das Endtellerchen hier oben? Das wird das Endtellerchen, ja. Können wir das noch so ein bisschen nach hier rausziehen, so hoch? Ein bisschen hochziehen, wow. Können wir machen, freilich. Ja, das Krasse ist ja auch eigentlich, dass es auch eigentlich sehr natürlich aussieht, ne? Ja, da legen wir wirklich Augenmerk drauf, dass man so wenig wie möglich, jetzt sage ich mal, einfach auch... Ist, das sieht eigentlich auch schon sehr natürlich aus. So, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gucken jetzt mal, wir haben so eine 30er Höhe, das ist eigentlich ganz gut. Eher würde ich sagen, dass wir rauskommen dann bei 24 circa, weil wir haben immer einen gewissen Schwund auch dabei. Aber wenn du möchtest, kann man das jetzt ein wenig so hochziehen. Da haben wir jetzt bloß ein wenig Hilfsmittel, weil eben die Rohmasse... relativ weich ist. Ja, das war auch so meine Vorstellung. Ich hatte ja so ganz tolle Gebilde im Kopf gehabt, die ich mal hätte gern bauen wollen, aber wie gesagt, da muss man schon echt Künstler sein. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, wir entscheiden uns tatsächlich dafür, dass er das lieber macht, weil er ist hier der Profi in der Geschichte. Weil ansonsten hätte man das Video wahrscheinlich auf eine Länge von 4,5 Stunden rausziehen müssen. Da wäre zu dem Feierabend heute wahrscheinlich nichts mehr. Ja, das auf dem heiligen Freitag, ne? Ja, das sieht doch schon mal schick aus, finde ich. Das sieht doch richtig gut aus. Ja. So in der Richtung, Marc, oder... Ja, also mir gefällt es bombig.
Ich finde es geil, hast du gut gemacht. Fertig, oder? Würde ich auch sagen. So, dann sagen wir mal, ich mache euch hier vorne noch den bösen Nannerüffel Daumen rein, den Daumen hoch. So, und der Christian kümmert sich dann um den Rest. Wir werden es dann noch in der Community, dann, wenn die fertig ist. Wie lange dauert es jetzt? Also die muss trocknen. Die muss jetzt übers Wochenende auf jeden Fall 2-3 Tage trocknen. Mhm. Bis sie dann in Brand kann, dann nochmal einen Tag oben. Okay. Abkühlen. Ich sag mal, insgesamt ab diesem Stadium, insgesamt muss man rechnen 4-5 Tage, bis sie dann in den Versand kann. Okay. Ja, gut, das wird dann nachher passieren, wenn ich schon wieder weg bin. Ja, ich bedanke mich recht herzlich bei dir und ich sag mal Daumen rauf für die AK Riffkeramik. Ja, so, wir zeigen euch jetzt hier mal, wir tauchen die einfach mal ins Wasser ein. Dass man mal sieht allgemein, wie porös die ist und wie sie blubbert. Da seht ihr das, ich fahre mal ein bisschen näher ran. Da seht ihr die ganzen feinen Bläschen. Es ist halt wirklich wichtig, dass die Riffkeramik innen drin sehr strukturiert ist, damit sich auch die ganzen Bakterien ansiedeln können. Weil innen drin ein komplett voller Kern oder so, das würde keinen was bringen. Okay. Für die Riffkeramik also selber. Ihr habt im Prinzip halt einen Stoff halt eben drin. Genau, da ist ein spezieller Füllstoff innen drin. Und der geht beim Brand wahrscheinlich weg. Und beim Brand wird er praktisch restlos verbrannt. Und da, okay, wir legen halt da allgemein wirklich drauf Wert. Dann bleiben die Poren übrig. Genau, dann bleiben die Poren übrig. Und wir legen halt viel Wert drauf, dass das alles Naturmaterialien sind. Und es ist auch dann auch dieses Füllmaterial, es besteht aus Naturmaterialien. Und während des Brandes wird es eben dann komplett verbrannt. Und das können wir dann gerne mal eine zerbrechen, dann sehen wir auch innen drin mal die Struktur. Okay. Schau mal, ob ich es so mit der Hand hinbekomme. Ja. Das sieht man halt hier, sieht man sehr schön. Oh ja. Die ganzen Poren, Kanäle. Oh ja. Ja, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Und so sollte das sein. Am Gewicht, sag ich mal. Also die sind da wirklich auch sehr leicht. Weil, wie gesagt, ich kenne eigentlich Keramik von früher halt nur tatsächlich so, dass die also wirklich massiv und schwer ist halt, ne? Und wahrscheinlich innen drin nicht luftig. Das hätte ich echt tatsächlich nicht gedacht. Und vor allen Dingen, man sieht auch hier relativ gut, dass man das eigentlich schön hier so rausbröckeln kann. Da seht ihr das, da sind so die feinen Sachen hier. Du kannst es im Prinzip vergleichsweise, ich will euch das mal so erklären, jeder hat wahrscheinlich schon mal so ein Euphilia-Skelett gesehen. Mhm. Und die ist im Prinzip genauso aufgebaut und die kann man auch genauso leicht zerbröseln. Und da bin ich jetzt echt erstaunt. Also das hätte ich so nicht erwartet. Ja, die Keramik ist an sich sehr stabil. Mhm. Aber sie ist halt von, nicht, dass jetzt die Kunden denken, die zerbröseln dann im Aquarium oder so, aber sie ist halt von der Struktur her sehr, sehr durchwachsen, sagen wir mal so. Mhm. Damit sich halt auch wirklich nützliche Bakterien etc. dann halt darin auch ansiedeln können. Mhm. So, ich sag mal, weil ich sonst den Boden wahrscheinlich hier nicht drauf kriege, machen wir das jetzt mal so, dass ihr uns jetzt nicht seht. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Riffkeramik. Ich bin 1,80 Meter groß, das heißt, ich lasse die mal aus 1,80 Meter jetzt mal runterfallen und dann gucken wir mal, was passiert. So, ihr habt gesehen, die ist im Prinzip, ein Füßchen ist jetzt abgebrochen, aber hier haben wir auch wieder... Siehst du innen drin trotzdem die Struktur. Ja. Also sie ist sehr stabil, wie vorhin schon angesprochen. Also die Porung, ich mache jetzt einfach gleich mit dem Makro mal hier so eine Aufnahme, so eine Nahaufnahme. Und spielt euch das Bild mal ein, dann könnt ihr das mal sehen. Aber sie ist auch nicht kaputt gegangen, so, wenn sie so runterfällt. Klar, es fallen Stücke ab, ja, das ist halt normal. Aber sie ist natürlich schon auf der einen Seite fest. Hier war es dran, kann man auch schön sehen. Sie hält es schon aus, ist aber auf der Gegenseite gesprochen hier. Das sieht man halt, diese ganzen kleinen Stückchen. Das kann ich wirklich richtig klein rieseln. Ja, und es bleibt letztendlich, ja, man kann es gut vergleichen mit einem Euphilias. Genau. Also das ist echt so, das Material sieht letztendlich so aus. Ja, Christian, das war ja schon mal super Einblicke, sage ich mal, auf eure Griffkeramikproduktion. Ihr stellt ja so ziemlich viele Sachen her. Ja, hier siehst du es mal einen kleinen. Ich nehme das mal hier raus. Nimm das einfach mal raus. Das sind jetzt unsere neuen modularen Säulen. Okay. Das sind praktisch hier die,
die Ausleger, dann hast du hier praktisch die Grundsäule. Ach so, und dann kann man das genau, wie man es auf der Inderzo vorgestellt hat. Ich im Prinzip ein Grundding und die konnte ich dann immer da reinstellen. Genau. Okay. Dann siehst du halt auch, hier sind unsere neuen Riffäste. Verschiedene Säulen. Ja, die Riffäste finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Habe ich gestern auch schon gesehen, fand ich eigentlich ganz gut. Ja, also wir wollten euch einfach nur mal zeigen, oder ich wollte euch das zeigen, dass das also auch alles tatsächlich hier hergestellt wird. Ja, und wir können im Grunde mit der Keramik selber, wir können eigentlich alles machen. Also Sonderanfertigungen, ich sag mal, die Kunden können da ihre Fantasien freien Lauf lassen. Wie läuft das denn ab? Also ich schicke euch irgendwie ein Bild, eine Zeichnung, so in der Art... Im Regelfall ist es so, der Kunde geht zum Händler, macht eine grobe Skizze, wir bekommen dann die Skizze vom Händler zugeschickt und machen dann praktisch einen Entwurf dann dafür. Und schauen dann halt einfach, was machbar ist. Aber im Grunde bis jetzt war alles machbar. Ja gut, ich meine, ihr habt ja auch so eine große Auswahl. Ich meine, die Säulen hier, weiß ich ja auch zum Beispiel, oder diese hier, die stehen ja auch halt eben so im Megazoo zum Beispiel hat, habe ich die schon oft gesehen. Ne? Die kriege ich ja auch fertig und die sind ja halt auch eben wieder kombinierbar. Das kannst alles kombinieren. Wir haben dann hier hinten unsere verschiedenen Riffbögen. Kannst ja alle schön zusammenstellen und hast dann einen schönen luftigen Aufbau und vor allem, was ganz wichtig ist, viel Platz für deine Korallen. Da hast du halt meistens das Problem mit dem Lebengestein, weil man macht immer irgend so einen unschönen Aufbau und hat dann mehr so einen Steinhaufen. Ja, es ist immer so gestapelt, ne? Ja. Und dann wiederum am Ende relativ wenig Platz dann für die Korallen. Okay. Ja, Freunde, ich hoffe, wir konnten euch mal so einen kleinen Einblick darüber geben. Ja, ich werde da auch noch ein bisschen was zu schreiben, weil ich werde da nachher noch ein Foto einblenden, weil ich hatte auch mal eine Riffkeramik gesehen. Die sah von innen so ein bisschen komisch aus. Und ja, das hat ja nichts mit euch zu tun. Das werde ich im Nachhinein mal. Das habe ich aber jetzt hier halt tatsächlich nicht sehen können bei der AK Riffkeramik. Und ich werde mich mal im Nachhinein darüber schlau machen, wo da der Unterschied liegt zu einer anderen Keramik. Aber das denke ich euch dann hier hinter. Aber wir wollten ja einfach euch mal zeigen, Firma AK baut es tatsächlich alles selber. Wir haben die Öfen, haben wir ja schon im Vorvideo gesehen, bei unserer On-Tour. Blende ich euch aber auch nochmal jetzt hier nach direkt nochmal ein. Nur den Ofenabschnitt. Und ja, und danach habe ich dann noch was in eigener Sache, ja, Akte investigativ. Christian. Und allgemein, wie gesagt, ich sage bloß noch mal ganz kurz, wenn irgendwelche Fragen mal auftauchen solltet, meldet euch bei uns in der Community, schreibt uns eine E-Mail oder ruft einfach an. Wir sind immer für euch da. Ja, das glaube ich auch, weil ich habe es ja mal live jetzt hier mitbekommen können, was das hier für eine Action ist. Und ja, ihr helft ja auch wirklich da jeden. Und hier sitzen 2-3 Leute, die den ganzen Tag nur mit Leuten telefonieren auf Anfragen von Facebook. Ich habe es selbst gesehen, ja. Ich habe gedacht, meine Fresse, das kann ja nicht wahr sein. Ja, AK Community habt ihr jetzt vor kurzem gegründet. So eine große Gruppe. Und ja, da wird euch geholfen, sage ich mal. Christian, ich bedanke mich recht schön, dass du da warst. Für die netten Einblicke hier bei euch. Gerne. Ja, ich bin sehr gespannt auf die Säule, die wir gebaut haben und ich bin gespannt, wer die gewinnen wird. Ja, AK Community, kommt da rein, ihr könnt da mitmachen, soll man das so als Vorgabe geben? Vielleicht, dass wir die nur in der AK Community anbieten. Ja, so kriegt ihr noch ein paar Follower und irgendeiner von euch allen in der AK Community wird diese wunderschöne Säule mit deinem Daumenabdruck. Mit meinem Daumenabdruck wird er die gewinnen, ja. Das machen wir so, Freunde. Bis dahin, nettes Restwege. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ja, so, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich fand es eigentlich sehr aufschlussreich. Und ich möchte auch hier am Ende dieses Videos auch nochmal etwas hinzufügen. Ja, und zwar habe ich, wie gesagt, mir auch andere Keramiken mal angesehen. Und wir waren ja noch auf einem Außendreh gewesen. Da gab es auch andere Keramiken von anderen Herstellern. Und die haben wir einfach mal da kaputtgeschlagen und haben da mal reingeguckt. Und
Da war ich dann schon sehr erstaunt, weil das sind auch die Sachen, die ich eigentlich schon kannte. Ich habe es in den Keramiken auch schon gesehen, oftmals, wie gesagt, von Bekannten hier, die mich einfach so angeschrieben haben. Ja, und ich sag mal, das ist natürlich ein Problem und die Firma AK hat das also wirklich gut gelöst. Die haben mir also auch die ganze Geschichte erzählt und haben gesagt, Mensch, wir haben echt viel probiert und gemacht und getan, weil die haben also diese ganze Anlage irgendwo gekauft, um die Keramiken herzustellen. Und dabei kam halt eben halt auch raus, dass es nicht so wirklich super optimal funktioniert und dann haben die einfach weiter rumgedockt dort. Und haben dann halt eben Materialien gefunden, die halt eben besser geeignet sind, später beim Brand und, dass also wirklich rückstandslos alles dann auch verschwindet. Ja? Also man hat ja im Prinzip einmal das Keramik, den Grundstoff und dann muss ich halt etwas beimengen. Das weiß ich selber nicht, ihr braucht mich gar nicht fragen, sie haben es mir nicht verraten. Da muss man halt noch was beimengen und das gibt im Prinzip eben am Ende diese Poren in der Keramik. Und ich war wirklich erstaunt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war echt erstaunt gewesen, wie porig die eigentlich ist. Weil also ich habe immer eigentlich Keramik anders im Kopf, also immer relativ ja, hartes Material, wirklich auch massiv und fest. Und die von AK, die hält zwar schon was aus, wir haben sie auch im Video, habt ihr gesehen, mal fallen lassen und so, die geht nicht so ganz komplett kaputt, aber die ist sehr porig innen drin. Also das hat mich echt wirklich erstaunt und es liegt halt daran an den Zusätzen, die dort verwendet werden. Da muss halt eben der richtige Zusatz rein, damit im Nachhinein nach dem Brande oder während des Brandes die Poren entstehen können. Und ja, ich muss sagen, ich war da echt... Tja, hoch angefixt, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe auch danach zum Ende, ganz zum Schluss mit dem Oliver selber, wir waren schon alle zu Hause und alle sind gefahren, haben wir beiden alleine da auch nochmal 3 Riffkeramiken gebaut, die ich dann selber auch moduliert habe. Und ja, da bin ich mal gespannt. Also eine von denen werde ich persönlich mal einsetzen und 2 von denen werden wir nämlich verspielen an euch. Und zwar werden wir das in der AK-Community machen, also in der neuen Gruppe der Firma AK. Die hat eine Facebook-Gruppe. Da solltet ihr dann halt euch mal anmelden. Und da werden wir so, ich weiß nicht, wie viel Keramiken es insgesamt waren. Wir haben ja mehrere moduliert. Ich habe selber auch noch welche gemacht. Das muss ich jetzt mal abklären mit der Firma AK, wie viele dann letztendlich das sein werden. Und dann werden wir euch allen nochmal dazu Bescheid geben. Und werden die dann an euch alle unsere Zuschauer und Mitglieder der AK-Community verspielen. Ja, also wie gesagt, auch hier bedanke ich mich nochmal recht herzlich an die Firma AK, auch an den Oliver, war mega geil, auf jeden Fall hochinteressant. Ja, ich bin gespannt. Also wie gesagt, Keramik, ich war noch nie ein Freund davon, aber ich wurde schon jetzt wirklich mit dem Besuch eines Besseren belehrt. Ich bin ein sehr kritischer Mensch, ich werde mir das anschauen, ich werde es ausprobieren, also ob das wirklich alles so funktioniert. Ich weiß halt eben, sie ist natürlich nach dem Brand nicht ganz rückstandslos. Da sind meistens immer noch 2 Stoffe, Silizium und sowas ist immer meistens noch vorhanden. 2 Stoffe, die werden aber dann halt auch gewässert, das macht die Firma AK auch für euch. Und wenn ich die gewässert habe, sind auch diese beiden Stoffe dann letztendlich raus. Also wenn ich die jetzt nur brenne und sofort einpacke und verschicke, dann habe ich natürlich die Stoffe später bei mir im Wasser drin. Oder ich muss sie vorher bei mir wässern. Aber die Firma AK übernimmt dies auch. Ja, und wie gesagt, da werde ich jetzt mal, bin ich mal sehr gespannt, was es geben wird. Und im kommenden Projekt, was wir machen zusammen mit AK, da werdet ihr dann sehen, da wird dann auch eine meiner eigens persönlich geformten Riffkeramiken zum Einsatz kommen und ich bin gespannt. Also, wir werden es testen, aber ich denke mal, ich glaube, das wird funktionieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war echt erstaunt. Hut ab, super geil. Das ist von meiner Seite alles. Ich hoffe, der kleine Bericht, das Video hat gefallen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen rauf. Kommentare unten bitte auch abgeben, sagt einfach mal was dazu, damit wir auch immer weitermachen für euch. Bis dahin, euer Marc. Ciao.